Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Rezension hier bei Hunter und Kron. Heute gibt es von uns die Befreiung der Riedburg, ein Spiel in der Welt von Andor, ab 10 Jahren. Ein Andor-Spiel? Ein Andor-Spiel. Ja, es steht in der Welt von Andor, aber es ist ja ein Andor-Spiel. Ein Andor-Spiel, ja. Ab 10 Jahren wird es empfohlen, 2-4 Spieler, 40 schlanke Minuten dauert eine Partie und bei Kosmos ist es erschienen. Das Spiel ist nicht von Michael Menzel, sondern von Gerhard Hecht. Illustriert hat es aber Gott sei Dank der Erfinder der Andor-Welt immerhin selbst. Das wäre wirklich ein Schock. Also ein Andor-Spiel, das dann auch nicht illustriert ist von Michael Menzel, das wird es, so viel wage ich mir mal aus dem Fenster zu lehnen, nie geben. Deswegen hier natürlich Michael Menzel hat es illustriert. So, soweit dazu. Das Ganze ist, kann man auch schon sagen, ist quasi ein, ja, eher so ein in sich abgeschlossenes, leichtes Strategiespiel, wo man halt hier, man muss halt so bestimmte Aufgaben. Es ist auch kooperativ, ist ja. Natürlich kooperativ. Wir müssen die Riedburg befreien, ne, die sozusagen jetzt besetzt ist von bösen Kreaturen. Ja. Das ist so ein bisschen wie nach dem großen Herr der Ringe, du kommst nach Hause und merkst halt, scheiße, im Auenland ist auch nicht schön und jetzt musst du wieder dein Zuhause ausmisten, aus der Riedburg wieder eine coole Burg zu machen, in der man gerne wohnt, feiert und feste. Ja, wir müssen uns halt beeilen, weil wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, sozusagen sie zu befreien, dann kommt der Drache und wir sind tot. Genau. Wie das Ganze spielmechanisch im Detail abläuft, das erklärt euch Hunter und dann melden wir uns hier mit dem Fazit nochmal kurz zurück. Die Befreiung der Riedburg ist ja wie gesagt ein kooperatives Spiel. Hier sucht sich jeder Spieler erstmal so ein Held aus. Es gibt 6 typische Andor-Helden, die auch durchaus ihre typischen Spezialfähigkeiten haben. Zunächst einmal hat jeder Held sein eigenes Aktionskartendeck, das wir nachher benutzen, um die Aktionen auszuüben. Da sind natürlich unterschiedliche Effekte drauf. Es gibt Helden, die können besser kämpfen als andere. Andere können sich schneller bewegen und so weiter und so fort. Und natürlich hat jeder Held auch wirklich noch ganz spezielle Spezialfähigkeiten. Wir haben einen Bogenschützen, der kämpft mit diesen Köchern hier. Die sind nur dann im Spiel, wenn der Bogenschütze da ist. Der Zwerg hat noch so eine spezielle Axt, mit der er einmal richtig stark zuhauen kann und sie dann auch wieder aufladen kann. Dann haben wir so einen Wasserzauberin, die hat diesen Wassergeist. Kennt man auch von Andor, kann mit dem den Wassergeist irgendwo hinschicken und der verstärkt dann an dem Ort entweder sie oder die anderen Spieler. Dann gibt es eine Zauberin, die hier mit dem so Zauberbüchern agiert, also ein Zauberer, Entschuldigung, und so weiter. Also wirklich auch asymmetrische Helden. Die Anleitung schlägt natürlich auch am Anfang vor, wie man anfangen soll, mit welchem man spielen soll, wenn man nur zu zweit spielt, sonst wird es natürlich dann schon auch relativ schwierig. Was machen wir hier? Im Prinzip ist es so, die Riedburg besteht aus 6 Orten und an diesen 6 Orten liegen 6 verdeckte Aufgaben und wir müssen 4 davon erfüllen. Wenn wir es schaffen, 4 zu erfüllen, bevor unser Zeitlimit, und das ist hier dieser Erzählerstapel, bevor der aufgebraucht ist, dann haben wir es geschafft. Um diese Aufgaben zu erfüllen, müssen wir sie aber erstmal aufdecken und das schaffen wir nur, wenn wir sie freiräumen, weil auf diesen Orten liegen hier, in dem Fall ist es noch nicht komplett aufgebaut, das zeige ich euch gleich, weil das Teil des Aufbaus ist, den ich euch zeigen möchte. Auf jeden Fall werden hier so Bedrohungskarten liegen, entweder aufgedeckt oder verdeckt und die müssen wir erstmal alle abarbeiten, sodass sozusagen so eine Aufgabe leer liegt. Dann können wir sie erst umdrehen, erfahren dadurch erst, was wir überhaupt machen müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und ja, und dann müssen wir sie auch noch erfüllen. Um sie zu erfüllen, müssen wir irgendeine Bedingung schaffen, dann auch wieder an dem Ort sein. Da muss es auch dann frei sein und dann können wir diese Aufgabe abhaken. Das muss uns 4-mal gelingen. Das Problem ist halt, dieser Erzähler wird immer wieder aufgedeckt werden, hier eine Erzählerkarte. Dadurch kommen immer wieder neue Bedrohungen ins Spiel, die dann auch wieder freie Aufgaben wieder bedecken, sodass wir sie erneut freiräumen müssen. Und die Zeit verrinnt halt unter unseren Füßen und tatsächlich ist es ähnlich, schafft es dieses Spiel in einer kürzeren Spielzeit auch dieses Gefühl, das wir von Andor kennen, so, oh, das wird ganz, ganz knapp, ob wir das noch schaffen zu erzeugen. Und ja, manchmal klappt es und manchmal eben nicht. Zunächst kurz zum Spielaufbau. Ihr sucht euch aus den vielen Aufgaben, die es gibt, 6 verdeckt aus und legt die hier so, hier, wie ihr seht, hier auf die 6 verschiedenen Orte. Dann kommt auf jeden von diesen Aufgaben schon mal eine verdeckte
Bedrohung. Aber dabei bleibt es nicht, denn jetzt müsst ihr für die Spielvorbereitung noch so viele Erzählerkarten aufdecken, mal zwei, wie Mitspieler dabei sind. Das heißt, wenn ihr zu viert spielt, müsst ihr jetzt noch 8 Erzählerkarten aufdecken und noch zusätzliche Bedrohungskarten platzieren. Und das können wir einfach mal machen. Die Erzählerkarten haben immer zwei Hälften. Eine rote Hälfte zeigt an, dass man später im Spiel sagen kann, oh, wir machen es uns ein bisschen leichter und wir ignorieren die einfach. Aber im Spielaufbau soll man immer beide gleich benutzen. Und da sind so, ja, so kleine Flavortexte drauf. Aber wichtig sind eigentlich nur hier diese zwei Symbole. Und was bedeutet das? Das bedeutet eine verdeckte Bedrohungskarte auf Ort 5. Ja, die sind hier so durchnummeriert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eine Bedrohungskarte da, wo die Helden stehen. Die müssen am Anfang auf der 6 starten. Deswegen kommt hier jetzt noch eine hin. Ja, und dann geht es immer so weiter und dann gibt es eben noch die Möglichkeit hier, das ist einfach eine offene Bedrohungskarte auf die 1. Dann wird es halt einfach so rumgedreht. Da seht ihr schon, was sind die Bedrohungen überhaupt. In dem Fall ist es ein Monster. Meistens sind es einfach Monster, die wir bekämpfen müssen, um die hier wegzukriegen vor allem, weil wir müssen das ja freiräumen. Ja, und hier gibt es eben nochmal eine verdeckte Karte, da wo die Helden stehen. Und dann machen wir das immer so weiter. Hier eine offene auf die 4. Noch ein Monster und eine verdeckte auf die 5. Eine offene auf die 2. Noch ein Monster verdeckt auf die 1. Dann wird dieses Monster wieder abgedeckt, ja, aber das ist kein Problem. Offen auf die 3. Ein Troll verdeckt auf die 1. Und so weiter und so fort. Ihr seht schon, dadurch sammeln sich hier halt immer mehr Monster an. Und damit starten wir schon. Und könnt ihr euch vorstellen, während dem Spiel werden dann eben weitere Erzählerkarten aufgedeckt und so wird es halt dann hier immer voller. Jetzt mache ich das nochmal kurz fertig. So, und dann ja, geht's los. Wir starten hier auf Ort 6 und der erste Spieler ist dran. Wenn man dran ist, dann macht man immer eine Sache, nämlich man spielt eine von seinen Aktionskarten aus. Und ihr seht hier von dem Thorn, auf den Aktionskarten sind hier 3 verschiedene Aktionen drauf. Das heißt, wenn ich diese Karte spiele, dann kann ich mich entscheiden, entweder einen Angriff mit 8 zu machen, eine verdeckte Bedrohungskarte einfach abzuschmeißen von irgendwo oder mich um zu bewegen, nämlich um einen Bewegungsschritt, das heißt zu einem beliebigen Ort gehen. Ich kann nämlich auch die Mitspieler bewegen. Ja? Also ich kann dann zu einem beliebigen Ort gehen und kriege dann außerdem hier noch so einen Willensmarker. Diese Willenspunkte kann ich ansammeln und dann einfach beim Kampf auch abgeben, geben mir dann einfach eine Stärke mehr. Oder ich könnte hier diese Karte spielen, habe ich nur einen Angriff von 6, oder ich kriege 2 Willenspunkte oder eine Bewegung von 1. Das ist so ein bisschen meine schwächere Karte, das ist meine starke Karte. Und dann habe ich noch diese Karte hier, einen Angriff von 4 plus 1 Willenspunkt, 2 verdeckte Bedrohungen aufdecken. Ja, das ist eben auch eine mögliche Aktion. Oder mich hier um 1 bewegen. Und zum Vergleich hier kurz der Kram. Der hat halt andere Effekte. Ihr seht schon, bei dem ist beim Angriff immer so, dass er halt, das geht immer plus seiner Axt. Die ist dann die Frage, auf welcher Seite die gedreht ist. Aber der hat zum Beispiel hier noch einen anderen Effekt. Er kann eine verdeckte Bedrohungskarte verschieben. Das kann halt gut sein, weil wir eben versuchen müssen, um an die Auftragskarten ranzubekommen, die freizuräumen. Ja. Natürlich eine Möglichkeit, diese Bedrohungen zu besiegen. Oder man kann sie halt auch verschieben. Dann wird natürlich auch vielleicht mal was frei werden. Ansonsten kann er hier auch sich halt bewegen, Willenspunkte kriegen oder Karten umdrehen. Und als letztes Beispiel hier noch die Chada, diese Bogenschützin. Bei der ist halt so, die kämpft halt mit ihrem Bogen und dafür muss sie sich zuerst mal mit dieser Aktion hier überhaupt ein Bogenplättchen besorgen. Hier kriegt sie dann einfach ein verdecktes Bogenplättchen ziehen, kann dann gucken, was da drauf ist und hier ist halt eine Kampfstärke drauf. Und mit dieser Aktion kann sie dann halt angreifen mit dem Bogen und dann das eben abgeben, nur man sieht, sie darf keine Willenspunkte einsetzen. Das ist so ihr Handicap. Aber sie kann mit diesem Angriff zum Beispiel sogar 2 so Bogenplättchen wieder abgeben. Und ja, dann muss sie aber halt immer gucken, bevor sie eigentlich kämpft, muss sie halt eigentlich Bogenplättchen einsammeln, wobei sie ja auch eine Aktion hat, wo sie normal kämpfen kann. Und diese Bogenplättchen, ja, die haben halt unterschiedliche Wertigkeiten. Hat man mal Glück, dann ist es stark, oder im Pech, dann ist es eher schwach.
Ja, und dann geht es los. Ihr könnt euch halt vorstellen, wir fangen alle hier an. Dann kann es sein, dass einer zum Beispiel schon mal sagt, ja, hier so eine verdeckte Karte umdrehen. Dann gucken wir, was ist überhaupt hier für ein Monster. Dieser Skral hat einen Wert von 6. Das heißt, ein anderer Spieler, oder wir können auch zusammen kämpfen, wenn wir uns an einem Ort befinden, könnte sagen, ich mache die Aktion Kampf. Dann muss man natürlich mindestens so viel Kampfstärke erreichen wie der Skral. Und dann kriegt man aber meistens auch einen Effekt, wenn man so Monster besiegt. Hier zum Beispiel nach gewonnenem Kampf erhaltet ihr einen Willenspunkt oder einen Köcher. Ja, und wenn man den besiegt hat, dann wird der halt abgelegt. Ja, und hier wäre gleich der gleiche nochmal gekommen. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass jemand sagt, ah, ich laufe jetzt hier rüber mit einem Bewegungsschritt. Vielleicht habe ich sogar zwei Bewegungsschritte, kommt ihr auch noch mit. Dann kämpfen wir hier gegen den Troll. Gut, der ist auch ziemlich stark. Aber nach dem gewonnenen Kampf erhalten wir eine Freundeskarte. Und das ist ziemlich stark. Weil die Freundeskarten sind tatsächlich neue Karten für unser Deck. Das ist diese, und jeder, also der, der den hier besiegt, kann dann diese Karte in sein Deck nehmen oder jemand geben, der mitgeholfen hat. Und den kann man dann wirklich spielen, ja. Und der, zum Beispiel hier, der Brolaf, Herold der Schildzwerge, du darfst einen oben liegenden verdeckte Bewegungskarte in einen anderen Ort versetzen. Also so eine ähnliche Aktion, die auch Kram in seinem Deck hat. Und wir können noch mal ein bisschen gucken, was es hier noch gibt. Ein Krenolin der Bar, du darfst die oberen Begegnungskarten in einen beliebigen Ort wenden, ja, also aufdecken. Das ist auch ziemlich cool. Und tatsächlich, das ist so ein bisschen so der Trick, dass man hier versucht, einfach möglichst schnell Trolle einfach zu besiegen, weil die werten halt wirklich die Decks auf und machen einen signifikant stärker. Ja, aber natürlich, der eigentliche Ziel von dieser ganzen Aktion ist hier einfach, das hier freizuräumen. Hier zum Beispiel, das ist auch noch interessanter, hier der 4 nach einem gewonnenen Kampf, ihr dürft alle Helden an einen beliebigen Ort versetzen. Ja, aber wenn wir mal angenommen, wir haben den hier auch besiegt, dann können wir eine kostenlose Zusatzaktion machen, nämlich, wenn wir dran sind und hier liegt nichts, dann können wir das hier umdrehen und wissen jetzt endlich eine Aufgabe, die wir machen müssen. Hier nämlich zum Beispiel der Feuergeist, ihm ist 10 beliebige Kreaturen aus eurer Trophäengalerie entfernen. Und das ist auch interessant, alle Kreaturen, die wir besiegen, die kommen in die sogenannte Trophäengalerie. Das ist einfach eine Ablagefläche, wo wir die alle sammeln. Warum? Weil die haben teilweise halt ja Effekte und sie haben teilweise auch Gold. Ich muss mal gucken, ob ich da hier zum Beispiel, das ist ein guter Beispiel hier, der Kreideskral, der ist hier ein Gold wert, wenn der in unserer Galerie ist. Und das ist teilweise wichtig. Wir brauchen Gold teilweise, um Aufgaben zu erfüllen. Oder der Zwerg zum Beispiel kann Gold ausgeben aus der Galerie, um seine Waffe wieder auf die stärkere Seite zu drehen. Und jetzt hier für diesen Feuergeist müssen wir halt wirklich, wir müssen halt 10 beliebige Kreaturen aus unserer Feengalerie entfernen. Das heißt, wir müssen erstmal 10 da haben, ja. Und dann könnten wir hier hingehen. Und wenn dann immer noch hier niemand liegt, dann könnten wir 10 einfach entfernen. Also wir müssen im Prinzip 10 Monster besiegen, um diese Aufgabe hier zu erfüllen. Was auch passieren kann, ich gucke mal, ob hier schon was sowas liegt, ist, dass hier gar kein Monster ist, sondern ein Gegenstand. Ja, hier ist zum Beispiel so etwas. Da haben wir dann Glück gehabt. Hier liegt jetzt kein Monster, sondern ein Gegenstand, das Horn. Und das darf man einfach kostenlos nehmen, wenn man an diesem Ort ist. Du darfst, und der Effekt ist, du darfst von ein oder zwei Orten jeweils die oberen liegend aufgedeckten Kreaturen an deinen Ort versetzen. Das heißt, man kann die zu sich ziehen. Das ist natürlich auch gut, weil man spart halt Bewegungsaktionen und kann seine Karten dann lieber gleich für den Angriff verwenden. Ja, und so spielt man die ganze Sache. Und wenn ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand hat, ja, dann muss er sich ausruhen und bekommt natürlich dann alle Karten wieder auf die Hand. Allerdings muss er auch eine Erzählerkarte aufdecken und das funktioniert wie beim Spielaufbau. Dann kommen hier neue Bedrohungen ins Spiel. Hier eins verdeckt auf die 4 und eins offen, da wo der Spieler steht, der jetzt sich gerade ausgeruht hat. Wenn wir sagen mal, das sind die hier gewesen. Ja, dann wird hier das teilweise eben auch wieder zugedeckt. Wobei hier haben wir wieder Glück gehabt. Das ist die Knochenäste. Du darfst die obere das ist wieder ein Gegenstand, den wir einfach so bekommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ne, wenn natürlich da sich mehrere Leute ausruhen, dann kommen da schnell wieder viele Leute hin. Und ja, es ist einfach wirklich ein Rennen gegen die Zeit. Hier liegen 8 Erzählkarten, ja, Erzählerkarten. Das bedeutet, im Vierspielerspiel darf jeder sich nur 2-mal ausruhen. Ja, und dann müssen wir es schaffen, weil wenn wir dann eine Erzählerkarte aufdecken müssten, die nicht mehr da ist, dann hätten wir kooperativ verloren.
Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen mehr zeigen, also zum Beispiel mehr Aufgaben und mehr Karten, aber das möchte ich eigentlich gar nicht, weil tatsächlich ein bisschen der Reiz auch vor allem am Anfang darin besteht, wirklich das Spiel auch zu entdecken, was gibt es hier für Monster und vor allem, was gibt es für Aufgaben. Das ist eigentlich relativ spannend, da gibt es auch relativ viele und wenn man dann schon mal alle Aufgaben kennt, dann ist so ein bisschen ein Reiz verloren gegangen, deswegen würde ich einfach sagen, entdeckt es mal für euch selber. Ein Spiel in der Welt von Andor und ich meine, ja, da fange ich mal wieder mit dem Nörgelfuß an. Ja, die Befreiung der Riedburg, oder drehen wir es andersrum. Ja, die Befreiung der Riedburg ist natürlich ein funktionierendes und eigentlich auch gutes Spiel. Und es hat seine starken und spannenden Momente, finde ich. Aber hätten wir uns das angeguckt, wenn es kein anderes Spiel wäre, wer hätte das... Würden sich Leute wirklich danach umdrehen? Benutzt es nicht jetzt auch einfach? Ist das nicht einfach klar? Das sind die Andor-durstigen Menschen, die traurig sind, weil es keine großen Andor-Spiele angeblich mehr geben wird. Und wahrscheinlich genau diese Lücke schlägt halt die Befreiung der Riedburg. Ich weiß nicht, hat der Gerhard Hecht das als so schon? Also, wie entsteht es genau? Wird da ein Typ also sagt, da stülpen wir Andor drüber? Oder rufen die den Gerhard Hecht an und sagen, der Michael Menzel, der will nicht mehr? Ja. Kannst du jetzt mal. Ich glaube tatsächlich, es war eher so, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr 100% wiedergeben, aber ich war im Cosmos-Event, wo das auch, wo das vorgestellt wurde. Und ich glaube schon, dass es so eine Sache war, wir wollen noch weitere, das wurde auch, glaube ich, angekündigt, mehr Spin-off-Spiele, dass es weitere Spiele geben wird in der Welt von Andor. Und ich glaube, es war so, dass der Gerhard Hecht dann beauftragt wurde, mach doch mal einen Vorschlag für ein Spiel in der Welt von Andor. Und rausgekommen ist die Befreiung der Riedburg. Und ich würde es andersrum aufzäumen. Ich gebe dir recht, würde man es angucken. Ich glaube es andersrum. Erstmal, das Spiel würde es ohne Andor nicht geben. Nee, so, ja, das ist ja schon mal gut, dass du. Und ich glaube, es würde es so. Und bei mir war es eigentlich andersrum. Ich war so, will ich ein Spin-off spielen? Ja. Weil ich bin ja eher so jemand, der sagt, also immer diese Spin-offs und nochmal verwurstelt und so, nochmal Fortsetzung. Das ist doch nicht das. The real thing, ja, ich will doch einfach, das brauche ich alles nicht, ich habe doch das Original, das ist toll. Und ich wurde eigentlich eher ein bisschen positiv überrascht, und zwar eigentlich nur deswegen, weil dieses Spiel schafft einen Trick wirklich gut, nämlich, dass es das, was mir an Andor mit am besten gefallen hat, und das war dieses in den Tisch beißen, wir schaffen es nicht, ja, also wirklich dieses taffe, kooperative Gefühl, dass wir kurz vorm Ziel schon noch scheitern, ja. Das war interessant, fand ich wirklich toll bei Andor. Und das in einem kleinen Maßstab, ja, und so weiter und in viel kürzerer Zeit. Aber trotzdem schafft es die Befreiung der Riedburg, dieses Andor-Spielgefühl zu transportieren und dann natürlich zusätzlich mit diesem ganzen Andor-Zeug, mit Willenspunkten und den vertrauten Charakteren und den vertrauten Monstern, auch wenn das natürlich dann der Rest eigentlich nichts mehr mit Andor zu tun hat, weil... Ja, das ist halt eigentlich ein kooperatives, strategisches Kartenspiel, wo wir versuchen, das hat eigentlich mit einem Rollenspiel Andor, mit einer richtigen Geschichte, das muss man auch sagen, was mich am meisten stört an der ganzen Sache, ist eigentlich der Erzählerstapel, weil das ist kein Erzähler. Das ist eigentlich nur ein Monster auf 5 und ein Monster auf 6. Und dann steht da noch das Torwartübergang. Das ist kein Erzähler. Ich muss dir ja zustimmen. Ja. Es hat ja diese Momente. Das war genau die, die ich eigentlich auch kurz angesprochen habe. Es hat genau manchmal so kurze Momente. Aber wenn ich das tatsächlich, dann muss ich nochmal weiter ausholen, wenn ich das vergleiche. Also guck mal, Andor, das ist natürlich auch am Anfang von unserer Hunter und Kronzeit. Ja. Ja, Captain Raspberry war halb so alt, wie er heute ist. Und Andor war eins der ersten richtig narrativen, epischen Abenteuerspiele, die wir als Familie gespielt haben, die ihn richtig gepackt haben. Wenn ich da gesagt habe, ich habe das vor 6 Jahren, glaube ich, mal in einem Video erzählt, hey, jetzt müssen wir aufhören, morgen ist, ich glaube damals noch Kita, ich weiß gar nicht mehr, oder erste Klasse, keine Ahnung, du musst jetzt ins Bett, morgen ist Schule, dann wurde geheult, da wurde geschrien, ja, was, wir spielen jetzt nicht nochmal Andor, also da hat auch bei Captain Raspberry, also quasi das Andor, das hat auch diese, hat auch bei uns total das eingeimpft und es war wirklich auch toll, dann nach Andor wiederzukehren, die zweimal in den Standalone-Erweiterungen, ich weiß gar nicht mehr, ob Standalone oder nicht, egal, in den zweimal großen Dingern, einfach wieder dieses Andor-Feeling da im Großen zu haben. Und das meinte ich vorhin mit dem, ich glaube, andersrum würde es nicht funktionieren, weil die Riedburg gibt es tatsächlich, weil es diese Andor-Welt gibt und nicht umgekehrt. Nee, auf jeden Fall. Die Befreiung der Riedburg hätte nicht
Andor-Feeling entstehen lassen. Und ich glaube, ja, ich verstehe das auch total, das Bedürfnis, sowohl bei Kosmos, haha, als auch bei den Spielern natürlich aus dieser Andor-Welt noch mehr Abenteuer und Geschichten und Kälte zu generieren. Aber ich weiß auch nicht, es ist halt, quasi, ich hätte gerne auch das. Ja, das verwässert es aber auf der anderen Seite auch ein bisschen. Auch rückblickend betrachtet in Charter und Form, wo ich glaube ich auch eigentlich recht positiv in meinem Fazit war. Und auch das hier ist eigentlich ein gutes Spiel, aber beide Spiele hätten ohne den schützende Hand Andor keine Chance. Und was Michael Menzel ja damals geleistet hat, ist quasi eine Abenteuer, also wo, das war bestimmt auch eine Zeit, wo die Leute sagen, ja klar, kannst hier, der Ringe-Franchise kannst du holen, hier, musst dir die große Marke holen. Also der hat einfach eine Welt erschaffen, der war einfach kreativ und hat all das Zeug quasi, ja, was wir heute Andor nennen, im Prinzip alles erfunden. Und dieser Pioniergeist, so ein Bam, also die, ich sag mal, die ist, oder noch heute, ich hatte jetzt an Weihnachten wieder einen da, der hat noch mir erzählt, ja, du hast mir damals, hast du mir Andor ausgeliehen, das habe ich mir vor 2 Jahren an Weihnachten mit meiner Familie rauf und runter gespielt. Gib mir wieder sowas. Ja, ja. Und da kann ich jetzt nicht sagen, geil, hier, man darf da nicht mit den falschen, man darf nicht die falschen Erwartungen haben. Es ist streng, weil es sind kleinere Spiele, sowohl die Befreiung der Reaper und Schaden vorn, aber sie sind beide nicht so zwingend, wie Andor es damals auf keinen Fall. Weil du, also, du verpasst jetzt nicht das neue Rad im Markt. Ich glaube halt, wenn du das nicht spielst. Was mir halt gut gefällt bei der Frage, ich absolut, ne? Das ist natürlich, das ist nichts, was euch darüber hinweg tröstet, dass es kein neues Andor mehr gibt. Ja, das ist ganz klar. Wahrscheinlich auch nur traurig. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also das ist ganz klar. Aber ich will es tatsächlich, ich finde es interessanter als zum Beispiel Shada und Thorn, was aus meiner Sicht auch ein okayes Spiel war, aber so gar nichts mit Andor zu tun hat, außer dass es die Grafiken und die Charaktere hat. Ja, okay. Ja, das hatte eigentlich überhaupt nichts mit Andor zu tun. Das sind, finde ich, du spürst Andor so ein bisschen da drin. Und das finde ich ganz cool. Und zum anderen ist es halt so, dass es eben, was halt schön ist, du kannst hier ein bisschen, vielleicht das so, du kannst hier einfach ein bisschen Andor-Feeling haben in 40 Minuten und so jederzeit. Ja, während natürlich Andor ist natürlich eine Kampagne irgendwie und ein großes Spiel, ja, und das ist dann, ja, und das ist eine ganz andere Art von Spielen auch, ja, und wer diese Welt einfach mag, der kriegt hier ein cooles, kleines, kooperatives Spiel, was nichts ersetzt oder auch nichts, aber was trotzdem, finde ich halt sehr schön, also wo jeder Andor-Fan vielleicht nur noch trauriger ist, dass es nicht weitergeht mit Andor. Ja, das ist vielleicht das einzige Negative. Ja. Aber ja, natürlich gebe ich jetzt recht, wenn du das jetzt wegnimmst und sagst, oh, aber Andor, und vor allem, also wenn du jetzt zum Beispiel vorstellst, jemand, der Andor nicht kennt, der Andor nie gespielt hat, der kann das eigentlich nicht, dem kann man das eigentlich nicht empfehlen, weil der gar nicht versteht, also das kann er trotzdem spielen, man hat vielleicht auch ein bisschen Spaß, aber das, was dann irgendwie sozusagen das Schöne, was du halt dann, ne, das, was dich dann trotzdem wieder daran erinnert und das Spielgefühl so ein bisschen zurückbringen und die Charaktere, das sagt ihm alles gar nichts. Das ist so ein heimeliges Nachhausekommen. Ja, ich begegne nochmal Leuten in anderer Form wieder. Ich habe so ein paar Momente, die mich da an erinnern. Nochmal ins Kral verhauen. Ein bisschen auch. Aber einmal im Leben noch ein Skal auch töten. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge quasi. Aber es ist trotzdem schade, dass es halt nicht... Es ist schade, dass es nicht weitergeht. Ja? Vielleicht muss doch irgendwann mal Michael Menzel sich entweder einen Ruck geben, ja? Dass er doch nochmal weitermacht. Neues Grundspiel, ja. So, wie sagt man, würde man heutzutage im Filmgeschäft sagen, neuer Hauptdarsteller. Andor in Space, ja, sowas, ja. Ja, keine Ahnung, wie man das sagen würde. Oder doch jemand anderes. Ich meine, ich glaube, dass... vielleicht ist auch eine Möglichkeit wäre zu sagen, ein anderer Autor macht neue Andore und Michael Menzel illustriert nur, ja, weil das Prinzip des Spiels ist ja etabliert, ich glaube, da könnt ihr auf jeden Fall, das merkt man auch hier, ich finde auch hier ist es eben eine Leistung von dem Herr Hecht, dass er das so gemacht hat, dass man das Gefühl hat, das ist ein andorisches Spiel irgendwie, ja, deswegen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn jetzt Michael Menzel sagt, ich habe einfach keine Lust mehr, so viel Autorenleistung jetzt, ich möchte einfach nur mal zeichnen. Ich weiß, was du meinst, nämlich, dass man mehr dieses, was Andor ist und Andor quasi in der narrativen, aber gleichzeitig als Eurogame-Mechanik funktionierenden Spielabenteuerwelt geschaffen
geschaffen hat, zu übertragen ist, als mehr als Spielsystem, wie ein Spiel mit Abenteuerbuch von Plaidhead Games, die Reihe, die Crossroad Games oder sowas, dass du sagst, weil das ist natürlich, wäre modularer. Man könnte ein Andor in Space machen, man könnte völlig andere Szenarien auf solche. Ja, oder man könnte ist, auch. Gibt es da ein Interesse ja, danach? Aber man könnte auch in diesem Mittelalter-Setting weitermachen, so ja, mit so einer komplett ja, neuen Reboot-Geschichte. Ja, also es würde mir nicht ausgeschlossen. Ich glaube nur, Michael Menzel möchte halt nicht nur, also weil das Ding ist dann einfach, so ein Spiel zu entwickeln, gerade so ein Spiel wie Andor, ist unglaublich aufwendig und sehr zeitintensiv. Und ich glaube einfach, Michael Menzel sagt, ich bin durch damit. Ja, ich möchte einfach jetzt meinen eigentlichen Job machen und ich bin Illustrator. Und das ist auch okay, ja. Und da glaube ich, müsste dann anderer Autor ran, ja. Und er, aber das sind alles Dinge, das stecken wir nicht drin. Jetzt haben wir, wir kriegen halt jetzt momentan nur so Häppchen, so Andor-Häppchen. Ja. Du sagst so, schmeckt so mittelgut. Es erinnert mich zu sehr an meinen Sonntagsbraten. Es gab halt immer diesen geilen Schnitzelladen. Da gibt es die besten Wiener Schnitzel. Und jetzt gibt es den nicht mehr. Und stattdessen ist das so eine kleine Bude, wo du so ein kleines Schnitzelbrötchen kaufen kannst. Und das schmeckt schon okay. So mittags dann mal so ein Schnitzelbrötchen zu essen. Aber das ist doch nicht wie früher. Das ja, Wiener Schnitzel. Das ist da aber es ist ein Schnitzel. Es ist ein Schnitzelbrötchen. Ja, naja, also wie gesagt, liebe Freunde, ich würde sagen, trotzdem, Andor-Fans, ihr könnt es euch durchaus angucken. Es ist so ein bisschen Placebo. Das macht auch Spaß. Ich finde, du hast ein bisschen Andor-Kitzel und ich finde gut, dass es schwer ist und man nicht immer gewinnt. Und ja, ist es schnell gespielt und schön illustriert, natürlich, ja, und ansonsten ist es das. Und wir sagen danke, ja, mehr fällt uns da drauf. Es hat schöne Momente. Ja. Mir hat es ja auch Spaß gemacht zum Spielen. Ja. Wir haben mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nee, du hast aber recht, es ist, liegt daran, dass das quasi, es ruft eine Erinnerung an was wach, die es nicht mehr ganz liefert. Und dann fällt mir wieder ein, wie viele fantastische Stunden ich mit Andor, mit meiner das macht Familie, dich einfach traurig gebracht habe. Und das kann das nicht wieder herstellen. Und das ist schade. Und ja, und genau. Das ist manchmal deswegen so. Manchmal ist es so, einfach nicht so gut wie nein, die Welt, in der es sich nein, nein, bewegt. Es ist einfach nur aus meiner Sicht ein grundsolides, gutes Andor-Spiel für Leute, die Andor mögen und nicht sozusagen dann nur noch trauriger sind, dass es kein richtiges Andor mehr gibt. Jetzt ist aber Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken, fürs Unterstützen natürlich. Gerne kommentieren. Vor allem die Andor-Fans dürfen gerne kommentieren, was sie denn dazu meinen. Ist es jetzt sozusagen eher positiv, dass es noch was gibt, was nicht das wahre Andor ist, oder eher negativ? Und was wünscht ihr euch bestimmt das Richtige an, dass es mit dem richtigen Andor weitergeht? Das denke ich ist und keine Frage. Alle anderen haben ja eh schon längst abgeschaltet. Ja, und alle anderen haben eh schon abgeschaltet. Von daher, Dankeschön und bis zum nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.